Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vergessen zu sagen, hallo meine lieben, coolen, süßen und verrückten. Heute gibt es mal wieder einen neuen Vlog von uns. Und ich habe versucht, mir Locken zu machen, weil ich ja, keine Ahnung, ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich sehe irgendwie aus wie einer aus den 80ern, 90ern, aus irgendeinem Hollywood-Film. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diese Frisur findet. Leute, ich habe heute einen Zahnarzttermin. Yay! Ansonsten haben wir heute eigentlich nichts weiter vor. Deswegen dachte ich mir, ich mache heute mal so einen ganz typischen Alltagsvlog von zu Hause aus. Das heißt, es gibt ja auch Tage, wo wir einfach mal nichts machen. Das heißt, wo wir keine Termine haben, wo wir wirklich den ganzen Tag zu Hause sind. Heute ist eigentlich so ein Tag. Allerdings habe ich, wie schon erwähnt, heute einen Zahnarzttermin. Aber ansonsten sind wir eigentlich den ganzen Tag zu Hause. Könnte also ziemlich spannend für euch werden oder aber auch ziemlich langweilig. Hallo? Hallo? Luna hat ja zweimal Mittag gegessen. Oh, wow. Hallo, Miley. Guten... Okay, alles klar. Schön, wie ihr mich begrüßt. Hallo, Mama. Hallo, hi, hi, hallo. Sonst kommen die mal angerannt und umarmen mich. Heute nichts. Miley, hast du heute auch zweimal gegessen? Kartoffeln. Kartoffeln? Ja. Luna hat gesagt. So, boah, Vollbremsung. Wir sind auf dem Weg zum Zahnarzt und ich habe einfach keinen Bock. Ich habe einfach keinen Bock. Ich hasse Zahnarztbesuch. Aber ich habe so einen blöden weißen Zahn, der muss jetzt langsam raus. Oh, Arme. Sehr Arme. Sehr Arme. Ich habe aber auch Beine und Augen und einen Rücken. Habe ich auch. Und ich möchte ihn überreden. Ich möchte fragen, wie teuer das ist, wenn ich meinen Weisheitszahn ziehen lasse unter Vollnarkose. Oh Gott. Jetzt fassen sich alle an den Kopf. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich habe so eine Angst davor, dass das so weh tut, dass ich gesagt habe, es gibt doch auch Vollnarkose. Und dann kann er wirklich alle Zähne machen. Er zieht mir den Weisheitszahn und bohrt alle Zähne completo bello. Alles neu. Bitubello. Also komplett. Completo bello. Komplett neu. Picobello, nein. Picobello? Picobello. Er macht alle Zähne picobello und danach eine schöne Farbe weiß auf die Zähne. Und dann bin ich glücklich. Muss ich jetzt schon? Ist ja noch gar nichts. Wird auch nichts passieren. Ohne Schmerz dein Zahn raus, siehst du? Und du machst immer gleich meinen Kenke. Sag mal, ohne Schmerz. Und dann heulst du auf dem Stuhl. Du schaffst das. Wir sind raus, Anne. Und? Ich glaube, ich mache doch keine Narkose. Warum nicht? Jetzt habe ich mehr Schiss vor der Narkose als vor dem, was er machen will. Der meinte, es ist nicht so schlimm. Ja, ich glaub's auch nicht. Also bei mir, wie gesagt, bei mir hat's ja auch nicht wehgetan. Ich mach's dann hintereinander weg. Zack, bums, fertig. Erst alle Löcher. Löcher, Alter. Ich sag, es sind Löcher. Er hat gesagt, es sind so oberflächlich. Mhm. Und dann, wenn das erledigt ist, dann den Weisheitszahn. Den dicken Pickel da. Mann, da steht! Okay. Jetzt ab nach Hause wieder? Nach Hause. Woo. Alexa, aus. Oh, jetzt wo ich tanzen wollte? Das ist ja furchtbar, die Musik. So. Yes, yeah. Das ist genau ja. Wir sind zurück vom Zahnarzt. Anna hat jetzt einen Termin zum... Hä? Anna hat einen Termin gemacht zum Narkose. Anna überlegt sich wirklich, vor einem Weisheitszahn sich in die Narkose zu legen. Was ist das denn hier alles schon wieder? Na was? Siehst du doch. Oh, schon wieder Pakete ohne Ende, Anne. Ich hab nichts bestellt. Wie, du hast nichts... Ah, nee! Nee! Ich hab was bei der Spielzeugkiste bestellt. Schön. Ja, was kennst du das? Nee. Kennst du nicht? Nee. Ehrlich nicht? Nee. Hey, na klar, kennst du das? Nee, Mama, pass auf, du bist hier in den Spitzen. Ja, ich pass auf, dass ich das nicht kann. Du hast mal was erwähnt, aber ich kenn's nicht. Ich finde das Prinzip ziemlich geil von Spielzeugkiste. Falls ihr das nicht kennt, solltet ihr es auf jeden Fall kennenlernen. Denn als Mutti hat man nämlich ganz oft das Gefühl, dass die Kinder nicht die Spielsachen mögen, die man selber den Kindern kauft. Miley hat ganz oft das, ich will das haben. Ja, dann spielst du nicht mit. Genau, dann kaufst du das und nach einer Woche liegt das wieder in der Ecke. Das kann dir bei Spielzeugkiste nämlich nicht passieren, denn du kannst nämlich jederzeit dir Dinge aussuchen und kannst jederzeit wieder zurücktauschen, wenn Miley sagt, oh, ich will das haben. Und nach zwei Tagen liegt es in der Ecke, dann packst du es einfach wieder ein, schickst es hin und nimmst dir was Neues. Und das Ganze ist sogar noch versandkostenfrei, meine Lieben. Und wenn Miley jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich will das aber nicht mehr hergeben, weil das ist doch ganz, ganz toll, dann kannst du es doch noch rabattiert abkaufen. Wollen wir aufmachen? Mal gucken, was ich dir ausgesucht habe. Okay,
Okay. Na dann mach mal auf. Bitte. Fiona, hey, das hast du mir schon immer gewünscht. Du hast alles sogar neu eingepackt. Das ist ja heftig. Das ist ein Spielmikrofon für kleine Kinder. Also das ist wirklich was für Jonas. Und was ist das? Kekse, könnt ihr knabbern. Oh. Superheldenkekse. Und meine Lieben, wenn ihr das genauso gut überzeugt habt wie Miley gerade, dann schaut mal hier vorbei. Ich habe nämlich einen Gutscheincode, wo ihr 2 Monate lang kostenlos Spielsachen bekommen könnt. Das ist ja krass. Ich dachte, das wäre original noch eingepackt, aber ist gar nicht. Damit wurde schon mal gespielt, aber... Da ist so eine Karte dazu. Auf Funktion getestet, gereinigt und desinfiziert, auf Vollständigkeit kontrolliert. Das ist ja cool. Ein Mikro? Hallo? Oh, hallo! Hallo! Hallo, hallo, hallo! Und was sagst du zu Spielzeugkiste? Ich finde es eine geile Sache. Ja. Brauchst du nicht kaufen, kannst du borgen und wenn es nicht gefällt, schickst du zurück. Ja, vor allem bei Miley, wenn du fertig bist, ja. Miley beschäftigt dich ja auch immer nur 2 Wochen mit irgendwas. Nee, jetzt packe ich erstmal meine Bestellung vom Wisch aus. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, was es ist. Ich weiß, was das ist. Ich habe eine Lampe bestellt, die Sterne an den ganzen Raum projiziert. Und die war voll günstig, so für Kinderzimmer. Ich dachte, für die Kinder. Ja, das soll im ganzen Raum seine Sterne projizieren. Ich bin echt gespannt. Wow! Ich bin echt gespannt, ob das funktioniert. Wollen wir es heute Abend probieren, bevor die Kinder ins Bett gehen? Ja, wir probieren es heute Abend im Zimmer von Jona aus. So, jetzt gehen wir nochmal schnell zur Post und was einkaufen. Guck mal, was Anni hier macht. Oh, Juna! Wir gehen schnell zur Post. Blinkeschuhe hier. Ja. Zur Post. Balanciermeister. Oh, boing. Ja, komm! Gibt's gar nichts hier. Kannst du es bitte wegpacken? Nein? Was hast du die überhaupt schon wieder geholt? Pizza? Warum? Für die Kinder. Achso, hier ist unser Hackfleisch. Hackfleisch. Nimm mit, wenn du mitnehmen willst. Ja, nimm. Ja, dann komm. Was sagt man da? Das hier. Hä? Miley? Wollen wir mit den Hunden spazieren? Ja. Wo bist du? In unserem Garten. Hi. Vorsichtig. Ja. Der Teich ist eingefroren. Ja, ne? Ja. Schön vorsichtig, bitte. Da habe ich Schnee raufgemacht, ist aber gar nicht abgemacht gegangen. Nee. Weißt du, das ist, der Baum heißt Baumi. Und für den mit Gassi gehen? Ja, wir haben keinen Bock. Wir haben überhaupt keinen Bock, spazieren zu gehen. Wir haben keinen Bock, im Sommer ist hier eher. Wer, Spot? Er hat nicht, Spot hat Lust. Macho? Das ist der Einzige. Guck ihn nur noch mal an, der freut sich, dass er wieder ins Bett gehen kann. Und ja. Zack, ab ins Bett. So wie Ecke. Ja. Merkst du denn? Ja, dann beide gleich. Ey, komm rein. Komm. Es ist kalt. Mama war ganz weit weg. Ah, du rennst immer vor. Mama hat gesagt, los ran, die Pizza. Ja, die Pizza wird kalt. Ist schon fertig? Die wir gekauft, die ist schon fertig. Oh, ich hab gewartet, ey, toll. Die ganze Zeit bei Hühner bin ich einmal unten, Penze ein. Voila. Wow. Natürlich stellt man Plastik in den Ofen. Siehste, das macht so viel was hab ich gesagt, Kerstin? Mag, mag, mag. Könnte ich mich jetzt aufregen, was habt ihr? Man stellt ein Plastikbrettchen in den Backofen. Wir. Weißt du, warum? Nee, du! Weißt du, warum? Du! Weil wir es können. Jetzt, wie versprochen, noch der Sternentest in Junas Zimmer. Oh. Ja, mach's doch bitte im Zimmer! Ja, ich wollte doch nur mal testen, ob das auch funktioniert. Miley, komm mal her! Keine Ahnung. Miley, komm, wir wollen das probieren. Ich hoffe, es funktioniert auch. Start. Ah, hier sind Sterne. Oh, Mond. Dann sind die Blumen. Da, dann Sterne. Oh, guck mal jetzt. Ja. Jetzt sind die Blumen. Da, Mama, Mond. Ja. Ist das mein Mond? Ein Mond. Mond.
das schön. So, Kinder im Bett und das ist so unser täglicher Abend. Henning sitzt da am Handy, Oma sitzt da hinten auch am Handy und ich sitze hier auch am Handy. Total spannend. Ach so, ja, Henning geht jetzt ins Bett, weil er nachts wieder arbeiten muss. Ich kann es nicht mehr hören. Den ganzen Tag ist ich bin so müde. Ich hoffe, der hört bald auf. Okay, ich hör auf. Ja? Ja, ab April. Ja. Ab April hör ich auf und dann mach ich andere Sachen. Was denn? Mal gucken, Ballermann oder so. Auf der Bühne stehen, Mucke machen. Ja? Wie lange uns wir die Hand halten? Guten Tag, ja, guten Tag, guten Tag. Wir haben in unserem Leben noch nie so lange die Hand gehalten. Nee, ne? Ja. Wir halten mal richtig. So? Ja. Mann, du Ekliger! Gute Nacht! Gute Nacht! So eine Macke. Ich werde mich jetzt abschminken, werde das Video hier schneiden und mich dann ins Bett legen. Morgen ist wieder ein voller Tag. Ich habe keinen Bock. Aber nun gut, ich werde jetzt das Video beenden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.